Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück im Wald. Wir spielen Sons of the Forest. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Ich habe hier mal geschlafen. Wir sind frisch erwacht und voller Energie, sobald ich gegessen habe. Lass uns mal kurz was essen, Freunde. Und dann geht's los. Wir gehen mal weiter auf Erkundung. Ich will unbedingt zur Höhle an den Strand. Übrigens nochmal danke für die ganzen Tipps und so. Hier ist ein, hattet ihr gesagt, ist ein Schaufelsymbol. Aber ich kann ja hier nichts schaufeln. Mit der Axt geht's nicht. Wir brauchen wahrscheinlich irgendwie eine Schaufel erstmal. Wo ist eigentlich schon wieder unser Kevin? Wir gucken mal ganz kurz. Ah ja, dort treibt er sich rum. Ey, guckt mal. Das Ausrufezeichen ist wieder da. Das war doch aber das. Warte, wir gehen dort nochmal gleich gucken. Ich will bloß erstmal hier den Loot einsammeln. Das Ausrufezeichen war doch aber das, was wir gesehen hatten. In der letzten Folge, oder nicht? Lass uns da mal hingehen, Freunde. So, Kevin müsste uns ja entgegenkommen. So, hier war jetzt nichts weiter, ne? Gehen wir weiter. Ja, und nochmal hier, danke für die Tipps mit dem Baumhacken und so. Für mich ist das aber irgendwie ein bisschen unlogisch, ne? Einer schrieb sogar, mach's mal richtig. Ne, würde ich so in Real Life einen Baum hacken, indem ich da ringsrum latsche, dann könnte man sich ganz, ganz dolle wehtun. Natürlich macht man erst einen Keilschnitt, dann einen Fellschnitt und beziehungsweise in dem Fall dann mit der Axt, ja. Und dann fällt der Baum in eine bestimmte Richtung. Wenn man aber ringsrum läuft, dann ist der, fällt er in eine unberechenbare Richtung, Leute. Da müsst ihr aufpassen. Macht das bitte nicht nach. Ey, hier ist er cool. Hier ist er übelst idyllisch. Ich habe übrigens noch mal ein bisschen an den Grafikeinstellungen rumgeschraubt, nachdem ein Zuschauer in den Kommentaren geschrieben hat, dass es irgendwie scheiße aussehen würde. Da habe ich jetzt tatsächlich so ein paar nervige Sachen rausgenommen. Ich habe einfach Dinge ausgestellt. Unter anderem läuft das jetzt nicht mehr über die Nvidia GeForce Dingsy Bumsy da. Und ich finde es so besser. Oh, was sind hier? Kisten? Oh, hier ist eine Sackgasse auch. Da ist eine Leiche, Leute. Was war das? Klebeband, Druckerharz. Was ist das hier? Energieriegel ist immer gut. Ein Armbrustbolzen collected. Jetzt ist hier hinten noch irgendwas, Leute. Nö. So, ich will aber irgendwie da hoch, ne? Zu diesem Ausrufezeichen. Ah, hier können wir gleich mal was trinken, wenn wir einmal hier stehen. Aber ja, cool. Danke für die Tipps, ne? Die Spielmechanik in the Forest ist natürlich der Hammer. Und, ja, ein Zuschauer. Oh, hier ist Aloe Vera. Euch hab ich gesucht. Können wir uns Medizin machen. Hat geschrieben, wir sollten im Spiel jetzt nicht so viel Zeit vertrödeln, da ab einem bestimmten Tag hier übelst die Post abgeht. Ist mir schon eigentlich fast ein bisschen zu viel Spoiler, weil so eine Sache möchte ich gern selbst, selbst erleben. Aber ja, trotzdem danke dafür. Und, oh, da vorne ist einer, der klettert. Da vorne sind zwei, die klettern. Wir gehen mal hier lang lieber. Oh, hier ist ein Lager. Scheiße, Leute. Hier müssen wir aufpassen. Und wie gesagt, ich will mich hier überhaupt nicht hetzen in dem Spiel. Ich will das hier ganz entspannt spielen. Und selbst wenn hier irgendwann die Post abgeht, dann müssen wir uns halt versuchen zu verteidigen. Ne? Das ist ja das Geile an dem Spiel. Das lebt ja auch ein bisschen von den Bugs. Das war ja auch schon in Part 1 so. Man konnte hier stundenlang mit den NPCs interagieren und seinen Spaß haben. Scheiße, wie kommen wir jetzt? Die kommen ja nicht durch Wasser. Jetzt sind wir ja hier drüben eigentlich in Sicherheit, oder? Warte mal, wo wollte ich jetzt hin? hier oben zu dem Ausrufezeichen. Noch ist es da. Aber ich glaube, das ist das, wo wir in der letzten Folge waren. Kevin, wo bist du? So, ganz ruhig bleiben. Oh, oh. Irgendwo ist einer. Hör schon, wo ist einer? Mensch, ich sehe aber auch gerade nicht. Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja. Das ist Ausrufezeichen. Wartet mal. Komme ich denn da jetzt hin? So hoch. Nee, guck mal. Das ist das, wo wir waren, genau. Wenn ich den jetzt anklicke,
Hä, ja, was ist das? Ach, ich habe jetzt hier so eine Art... Was ist denn das? Ein GPS-Tracker aufgehoben oder was ist das? Wie kann ich denn das weglegen? Ah, okay. Habe ich den beim letzten Mal nicht aufgehoben oder was? Ja, cool. Dann haben wir ihn ja jetzt. Jetzt gehen wir weiter Richtung Strand. Lass mal kurz hier runter. Ich habe keine Ahnung, wo sich Kevin rumtreibt. Hey, 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 bleibt ruhig. Ich weiß, ich will überhaupt keinen Stress mit euch, Freunde. Ich will überhaupt keinen Stress mit euch. Sind aber aggro heute. Ey, was ist denn das hier? Oh, haut doch ab, ey! Ihr Blödmänner! Und Frauen! Hier ist auch noch irgendwas, Leute. Sorry, dass ich hier gerade so unkontrolliert hin und her renne. Was ist denn das hier? Läuft hier Musik? Ey, Leute, hier läuft Musik, oder? Das ist ja cool. Ey, cool! Hier ist eine Axt! Ja! Habe ich jetzt hier gespeichert oder nicht? Habe ich jetzt hier gespeichert? Jetzt haben wir nochmal gespeichert. Ups. Okay, das Radio kann man kaputt machen. Hier kann man auch nochmal speichern. Bleiben Sie ruhig. Oh, da ist auch noch eine Leiche im Wasser. Wartet mal, Freunde. Typen, was war das? Handgranate, C4, das ist gut. Und diesen Boost, guck mal, wir müssen mal anscheinend ein paar Molotow-Cocktails herstellen, Leute. So, Medizin ist gut. Da war schon wieder hier so ein... Und was war denn das gerade? Das hier war das. Wieso habe ich da schon zwei? Seilrutschenseil. Leute, es gibt tatsächlich doch so ein Seilrutschenseil. Wieso habe ich zwei? Wann habe ich das andere eingesammelt? Interessant, interessant, sprach der Elefant. Aber irgendwie machen mich die Typen hier nervös. Kevin, können wir dann bitte? So, du kommst jetzt aber wirklich mal mit. Folge mir. Kannst du es lesen? Ja? Okay, wir gucken auf die Karte, Leute. Wir gucken auf die Karte. Hallo? Da, in diese Richtung. Nur geradeaus? Am besten wir folgen dem Fluss. War da nicht gerade ein Fluss zu sehen? Ah, hier gibt es schon geile Orte. Also hier könnte ich mir auch vorstellen, dass wir hier bauen können. Wir werden bald auch anfangen, richtig geilen Shit zu bauen. Ne? Das mit dieser komischen Nische in den ersten Folgen war jetzt erstmal nur so ein Notding von mir. Das können wir später auch noch ausbauen. Aber momentan... Ja genau, wir lassen uns einfach dem Fluss folgen, Leute. Am Wasser fühle ich mich irgendwie sicher. Vielleicht sogar... Am Strand. Oder wenn es halt hier irgendwie so eine offene Fläche gäbe. Kann man ja irgendwo sowas sehen? Nee, ne? Das sollte halt natürlich auch Wasser in der Nähe sein. Aber wir gucken mal ganz kurz hier hoch. Und hier einen besseren Überblick haben. Ja, vorher habe ich gerade erwähnt, dass ich mich am Wasser sicher fühle. Und was macht er? Er rennt schon wieder in den Wald. Aber ja, wir sind ja hier bei Sons of the Forest. Wir müssen ja in den Wald. Guck mal, da sieht es so aus. Als wäre da eine Stelle, wo es ziemlich frei ist. Ah ne, das ist wieder diese... Das Wasser. Oh, ich habe keine Ausdauer. Ah, es ist schon geil hier irgendwie das Erkunden und so. Es ist halt übelst spannend. Dann hast du die ganze Zeit die Typen im Nacken. Irgendwie. Ja. Schon geil. Ich bin sprachlos, sorry Leute. Aber eigentlich bin ich gerade konzentriert. Oh, was haben wir denn hier? Oh.
Oh, 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 da kommen Typen angerannt. Weg, 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 Kevin. Da kommen Typen angerannt. Mit denen ist, glaube ich, nicht gut Kirschen essen. So ein kleiner Mini-Kompass wäre gut, dass man hier unten sieht, wo Norden, Süden, Westen, Osten ist. Also auf dem kleinen Mini-Radar. Okay, hier ist ein See oder sowas. See, ole. Verfolgen die uns noch? Ne, ich guck die am ab. Ey, was ist denn hier? Ein Helikopter. Noch einer. Krass. Okay. Nochmal C4. Noch mehr C4. Also wir müssen dann irgendwann mal anfangen. Habt ihr hier irgendwas Geiles einstecken? Irgendwann mal anfangen, irgendwie Sprengladungen und so eine Sachen zu craften. Dass wir das dann schon mal im Inventar haben. Klebeband ist gut. Aber habt ihr irgendwas, was Geiles? Nee. Lasst uns mal hier den See angucken. Oh, hier sieht's cool aus. Das sieht cool aus. Hier könnte ich mir auch vorstellen zu bauen. Hier auf dieser kleinen Insel. Kann man hier tauchen eigentlich? Boah, cool. Kann man übelst tief tauchen. Aber ich schätze mal, die kommen halt dann irgendwann doch. Aber hier ist erstmal sicher, ne? Hier hast halt, hier kommst halt nicht an Bäume ran und nix. So, wartet. Wir wollten Richtung Strand. Aber Richtung diesen Strand. Was ist denn das für ein Ausrufezeichen dort? Wir sind ja erst bei 12 Minuten. Wir können ja erstmal zu diesen Ausrufezeichen, dann zu diesem Ausrufezeichen und dann zur Höhle. Los, das machen wir. Das ist cool gemacht hier. Ganz schön trübes Gewässer. Oh, komme ich jetzt hier gar nicht raus? Scheiße. Doch, hier. Kann Kevin eigentlich schwimmen? Wo ist denn der Gräbel? Aber wartet mal, wenn wir hier einmal kurz sicher sind, würde ich mir gern mal noch ein bisschen Knochenrüstung bauen. 1, 2, 3, 4. Es Seil und Klebeband. Ich habe nämlich nur noch 2 Knochenrüstung. Weil ich irgendwie aufs Maul bekommen habe, offscreen. Ich hoffe, das ist Kevin, der dort gerade rumschnarcht. Die gerade nicht angelegt hier. Oh, guck mal, hier haben wir ja auch noch welche. Zack, zack. Jetzt haben wir wieder 4. Na los, eine machen wir noch. 1, 2, 3, 4. Zack, zack. Gut. Ja, jetzt haben wir die Hälfte Rüstung. Das ist doch super. Ich bin froh, dass wir die Axt jetzt haben, Leute. Ich mach die aber mal weg. Die nimmt nämlich das halbe Bild ein. So, da ist das Ausrufezeichen. Wir müssen irgendwie nur hier runterkommen. Aber hier am Wasserfall zu bauen ist bestimmt auch geil. Hier so drinne, wisst ihr? Hier hinten. Ey, da ist ja ein Boot. Ist da was? Hä? Was war denn das für ein Bug? Nö, hier ist nix, ne? Hier ist nix. Ach, das sieht schon geil aus. Aber guckt mal, wenn man hier drinnen so baut. So habe ich das gerne immer bei Ark gemacht, irgendwie einen Wasserfall zu bauen. Oh, hier ist schick. Das ist auch schick. Totschick. Oh, hier könnte ich es mir echt gut vorstellen. Ach, wir werden noch so viel... Ist das Kevin oder ist das ein Monster? Ein Wassermonster. Wir werden hier noch so viel geilen Shit bauen. Da vorne läuft einer. Da freue ich mich schon richtig doll drauf. Oh. Ich bleibe im Wasser, Leute. Ich bleibe im Wasser. Ich glaube, hier ist nicht so geil. Vielleicht bauen wir nicht hier.
So, wie weit ist es noch hier bis zu dem... Das muss ja mitten auf dem Ozean sein. Das ist schlecht. Wir haben ja gar kein Boot oder sowas. Oder eine Seemotte. Ne, aus Subnautica. Ist das das, was dort schwimmt? Guckt mal. Ich frage mich nur, wer von diesen Idioten hier auf diese wahnwitzige Idee kam, auf diesen Flüssen mit Speedbooten rumzufahren. Weil guckt mal, hier sind ja schon wieder Speedboote. Ne, das sind normale Boote, ne? Oh, was ist denn das? Geld? Ach, Münzen! Na, wir können ja mal einen Schluck trinken. Neue Anleitung im Inventar gefunden. Kevin, wir haben Münzen gefunden. Konnte man aus Münzen nicht irgendwelche Splitterbomben bauen? War das nicht so? Ja, aber mal im Ernst, Leute, wie soll man denn dorthin kommen? Da kommt man doch niemals hin, oder? Gibt es denn sowas wie Boote? Oh, hier am Strand könnte man doch auch bauen. Wenn die wasserscheu sind, könnte man doch hier quasi eine Base reinbauen, oder? Ich weiß es nicht. Leg doch mal das dämliche Seil weg, Alter. Lass mal kurz die Anleitung angucken. Zeitbombe. Eine Zeitbombe macht man mit Münzen. Okay. Trotzdem stellt sich mir immer noch die Frage, wie man denn dorthin kommen soll. Vielleicht ist er hier irgendwo in einem Boot am Strand. Kann man das Wasser eigentlich saufen? Ist das Spiel realistisch? Ja, ja. Kann man nicht saufen. Komme ich da hin? Oder muss ich mich dahin bauen? Ich weiß nicht, ob man hier so weit bauen kann, so weit reinbauen kann. Hm. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass das eine gute Idee ist, Leute. Wartet mal. Nee, lasst mal hier unten den Shelter aufstellen und wenigstens speichern. Beziehungsweise, ach nee, hier, komm Kevin, komm her, du kannst dir so ein Dingsy aufbauen. Komm mal her. Komm jetzt hierher, Mensch, Großer. Was ist denn mit dir los? Baue Unterschlupf. Zack. Wie er es macht, der Gute. Oh, hier liegt ein Seil. Und zack. Du bist ein guter. Scheiße. Du bist ein guter. Wartet. E. Wir nehmen den Spiecher. Oh, wir nehmen den. Ich weiß es nicht. Na, ist ja nichts Schlimmes passiert. Können wir ja auch den nehmen. So, du machst jetzt Pause. Mach Pause. Und pass auf, dass hier niemand unser Zelt kaputt macht. Okay, Leute. Also ich finde es ein bisschen komisch, da jetzt... Ich weiß nicht, ob man vielleicht irgendwie in den Floß... Na klar, in The Forest 1 konnte man doch ein Floß bauen. Vielleicht muss man dort mit dem Floß hin. Wir probieren es jetzt mal mit Schwimmen. Aber es kann natürlich sein, dass wir erst irgendwie ein Rezept für einen Floß finden müssen oder so. Gibt es denn hier sowas wie Haie? Weiß nicht. Wir lassen uns überraschen. Wir haben ja gespeichert. Abo. Okay. Ah, okay, hier gibt's Haie. Aber der hat uns gar nichts getan. Ich glaube, der hat uns nur ein Stück Rüstung abgeknabbert. Alter. Aua, aua, aua. Okay, er knabbert an uns. Jetzt ist ein Stück Rüstung weg. Kann ich hier bitte rein? Bitte, bitte, bitte. Geh rein. Geh doch rein, du Blödmann. Hier. Geh doch mal da rein. Er geht nicht rein. Okay, er geht nicht rein. Das ist doch scheiße. Geh doch rein, ey. Okay, wir haben irgendwas eingesammelt. Hier, doch.
Oh, Alter. Ging mir aber jetzt die Muffe. So. Kann man jetzt mit dem Ding irgendwo hin paddeln? Oh, okay. Hier ist eine Mahlzeit. Okay, na, der hat man eh nötig. Guckt mal. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Ausdauer. Was gibt's hier sonst? Was ist denn das für ein Geräusch? Ich mach mal noch ein paar Screenshots, Leute. Huch. Aber sonst ist hier nichts, oder was? Warum sind wir denn da aber jetzt? Ach so, wegen dem GPS-Tracker. Habe ich den jetzt eingesammelt? Was haben wir denn hier überhaupt einge... Leute, wieso haben wir denn auf einmal eine Pistole? Wieso haben wir eine Pistole? War die hier drin? Nee, oder? Und ein Schalldämpfer. Ist das abgefahren? Kann das hier noch mit rein? Pistolenaufsatz? Achso, da könnte man... Geht da die Taschenlampe drauf? Ne, die geht da nicht drauf. Wie geil ist denn das? Die war doch aber nicht hier drauf, oder? Leuchtfackel. Das ist ja abgefahren. Wir haben eine Pistole... Die haben wir doch nicht hier gefunden. Die war doch woanders, oder? Ich bin gerade ein bisschen... Jetzt, wir gehen nochmal komplett jetzt das Inventar durch. Hier sind wir ja relativ sicher. Wir machen uns nochmal eine Knochenrüstung wegen dem Hai. Oh ne, wir haben nicht genug. Scheiße. Was ist das hier? Das war Draht. Hier haben wir die ganzen Blümchen. Hier haben wir noch Federn. Blätter. Hier ist unser Bogen. Druckerharz haben wir 800. Crunchies haben wir 4. Wodkaflasche. Wie viel Stoff haben wir? 14. Lass mal ein bisschen Dingsy machen. Wenn wir einmal hier in Sicherheit sind, Freunde. Da haben wir schon mal 3 Mollys. 4 Mollys. Ich weiß nicht, wie viel er lagern kann in seinem Ding. So, haben wir jetzt 6 Mollys, ne? Insgesamt mit der. Cool. Jetzt müssen wir noch irgendwie wieder zurück. Wo ist denn, wo warten hier näher? Achso, ich wollte mal noch gucken, was wir jetzt noch hier haben. Das ist das Handbuch, Feldration, verrottetes Fleisch. Energieriegel, 8 Stück. Lass mal so einen Energieriegel essen, weil da können wir vielleicht schneller vor dem Hai fliehen. So, hier haben wir eine C4-Ladung. Vielleicht kann man den Hai ja mit dem Stromschocker abwehren, aber das glaube ich fast nicht. Wartet mal. Ihr hattet gesagt, ich soll irgendeine Taste drücken. Hä? Ich drücke hier Tasten, aber... Ja, vielleicht? Nö. E? Q? T? Nö. Das Ding macht nichts. Okay, wir schwimmen zurück, Leute. Obenai, hui! Ah ja, guck mal, wenn wir im Wasser sind, nimmt er automatisch die Waffe weg. So, können wir nur hoffen, dass wir jetzt irgendwie heile drüben ankommen. Und der Hai uns nicht tot beißt. Vielleicht haben wir die Pistole vorne an diesem Zeltplatz gefunden. Weil die war doch jetzt nicht hier drinnen. Da war doch keine Pistole. Guck mal, hier ist Seetang. Da sollte eigentlich kein Hai mehr durchschwimmen, oder? Sind wir hier in Sicherheit schon.
Okay, dann haben wir aber jetzt auch die Priorität, immer gut nach Munition zu suchen, ne? Kevin, ich hab's geschafft. Ich hab ne... Ich hab neuerdings eine Pistole. Ich zeig's dir. Wo haben wir denn... Wir machen die auf die 4. Steht da jetzt da? Wie viel Muni? Steht das hier irgendwo? Aber im Inventar stand ja... 9 mm, 17 Schuss. Ist nicht viel, ne? Das ist schon cool. Ist schon irgendwie nice. So, gleich mal speichern, Freunde. Naja, dann können wir das ja wieder abbauen. Geht das, abzubauen? Zack. Geil. Eine Axt gefunden, eine Pistole gefunden. Mollys gemacht. Es geht langsam vorwärts. Jetzt gucken wir uns mal noch... Wie viel Zeit haben wir noch? 26. Schaffen wir noch dieses eine Ausrufezeichen heute, ja, ne? Los, das machen wir jetzt noch schnell. Hallo, hüpf. Und in der nächsten Folge schauen wir uns die erste Höhle an. Und ich würde sagen, wir bauen hier irgendwo am Strand. Ich finde die Idee jetzt gar nicht mal schlecht, hier in so einer Landzunge zu bauen, in dem Wasser drin. Aber eigentlich wäre es doch sinnvoll, irgendwo zu bauen, wo man Wasser in der Nähe hat. Weil ich habe jetzt hier in dem Blue-Dings hier, in den Mats, habe ich noch keine Schildkröten-Dings gefunden. Oh. Ich gehe weiter. Wir müssen ja nicht sinnlos provozieren. Das ist ja Käse. Sowas führt immer zu nichts. Obwohl mich das hier auch schon wieder ein bisschen an The Forest 1 erinnert. Da habe ich nämlich auch mal gebaut. Aber das ist ja hier anscheinend eine komplett andere Insel. Was macht denn der Kevin? Wir gehen mal hier lang. Das ist mir irgendwie sicherer. Die Felsen sehen auch übelst geil aus. Oder hier, ne? In so einer Ecke. Kommt ja im Prinzip kaum den Gegner hin, ne? Obwohl, ich schätze mal, die Gegner kommen dann früher oder später überall hin. Und du musst ja einfach dich zur Wehr setzen. Geil. Pistole, Axt. Oh. Und übelster Sturm. Ey, sag mal, kann es sein, dass hier gerade Herbst wird? Hier sind doch die Blätter anders, oder? Oder ist das nur in diesem Waldabschnitt so? Das sieht doch hier gerade völlig anders aus. Und ist natürlich mega laut. Naja, dann schrei ich halt ein bisschen, damit ihr mich hört. Also mein Ziel ist es, dann irgendwann auf der Insel mal überall so Zufluchtmöglichkeiten zu bauen. Also wisst ihr, dass wir überall mal ein bisschen rumgammeln können, ein bisschen Spaß haben können mit den NPCs. Deswegen die Starterbase an dieser Felsnische, die finde ich super. Die werden wir mal noch richtig geil ausbauen. So mit Baumhäusern und so. Wie weit ist es denn noch? Ist nicht mehr weit, Leute. Das nehmen wir heute noch mit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und erkunden dann diese kleine Höhle. Jetzt haben wir ja zumindest schon mal... Oh, hier ist was. Hoffentlich liegt hier 9 mm Munition rum. Es ist ja auch die Frage... Hallo, wieso nimmt er es nicht? Es ist jetzt auch die Frage, wie viel Munition kann er denn tragen? Hier, 9 mm. Geil. 4 Stück. Das finde ich auch super, dass er überall so... Ja, dass es hier so eine kleinen Plätze gibt mit einem Zelt und was weiß ich, wo man Dinge finden kann. Finde ich super gemacht. Ich hoffe, ihr versteht mich irgendwie. Der Wind ist gerade mega laut. Aber ich will es auch irgendwie nicht leise stellen, weil es ist ja authentisch, ne? Wind ist nun mal laut.
Okay, hier vorne ist es, Leute. Hier muss es sein. Was ist denn das hier? Hier ist auch cool. Ein Tümpel. Können wir gleich mal einen Schluck trinken. Abgestandenes Wasser. Hoffentlich holen wir uns keine Bakterien in den Darm. Hä? Hier. Na geil, haben wir jetzt mal 2 Tage Ausflüge gemacht, ist doch auch cool. So, haben wir ein bisschen was gesehen von der Insel. Was ist das hier? Achso, ich glaube, ich muss so Bären, die hier, wo ein Fragezeichen ist, erstmal essen, um zu wissen, ob die giftig sind oder nicht. Die sind zum Beispiel essbar, steht jetzt da. Grün ist essbar. Da schwebte gerade ein Blatt. Oh, ich bin an dem Ding vorbeigelaufen. Hier muss irgendwas sein, Leute. Hier. Das hier, oder was? Hä? Hä, hier ist nix. Oder muss ich hier wieder graben? Ich sehe aber auch gerade kein Grabensymbol. Hä? Das ist aber schon das Kreuz hier. Oder ist das vielleicht irgendwie... Ah, das ist vielleicht unterirdisch, wisst ihr? Weil es piept. Obwohl, hier piept's ja. Aber ich krieg das hier nicht weg. Wenn ihr dazu was wisst, Leute, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. So, das müssen wir auch mal essen. Ist da vorne wieder ein Zelt? Ja, guckt mal, hier sind wieder Zelte. Hier sind Zelte, ja. Nochmal so ein Haken. Batterien haben wir jetzt übelst voll. Oh. Ja, 9 mm. Sehr schön. Ah, hier können wir speichern. Super, Leute. Batterien. Was ist denn das hier? Ach, ein Campingkocher sah gerade anders aus. Betäubungsmunition. Hier können wir nochmal trinken und so eine Sachen. Ja, cool, Leute. Dann würde ich sagen, ich speichere jetzt hier ab. Ja, blöd. Dass ich dann, ich produziere ja mal vor, selbst wenn ihr mir jetzt was zu dem Ausrufezeichen sagt, kann ich in der nächsten Folge noch nicht drauf eingehen. Naja, werden wir sehen, Leute. In der nächsten Folge gehen wir auf alle Fälle in diese Höhle, die jetzt hier in der Nähe ist, ne? Da, die da am Strand. Wir könnten nochmal, oh. Nochmal das, die ist aber ja heute, das dort vorne abklappern. Hallo? Oh, das ist aber niedlich von dir. Hi. Hast du mir was zu sagen? Soll ich jetzt hingehen oder was macht die? Ne, die rennt weg. Ah, die hatte irgendwas in der Hand. Weiß nicht. Sie macht mir Sorgen. Und das bedeutet aber auch, dass jetzt schon wieder Abend ist. Finde ich irgendwie vielleicht... Bauen wir uns mal hier Spikes auf. Das machen wir alles in der nächsten Folge, Leute. Ich speichere jetzt hier ab. Nochmal und ja. Hab ich noch gar nicht gespeichert. Das ist ein Ding. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.